Traditionsgemäß hat auch im Jahr 1966 der Gemeinderat von Zofingen die Betagten im neuen Altersheim Rosenberg zu einer schönen Ausfahrt eingeladen. Dazu sind auch die Altersheim-Kommissionsmitglieder mit dem Vizeamme Bachmann an der Spitze eingeladen worden. Diese schöne Fahrt hat geführt von Zofingen nach Langenthal, Häusern Moos, Summiswald, Solbrück, Schüppach ins Kudenhäuschen, wo man einen kurzen Zwischenhalt eingeschaltet hat. Die Kommissionsmitglieder sind nicht nur zum Vergnügen mitgekommen. Nein, sie haben auch den Betagten müssen behilflich sein beim Ein- und Aussteigen. Auf der Terrasse vor dem schönen Restaurant hat der Herr Armenpfleger Hochuli seinen Reiselustigen noch unsere schöne Alpenkette gezeigt. Viele haben für diesen Tag den schönsten Rock, den schönsten Schüpp oder sogar den schönsten Hut zum Kasten ausgenommen. Nach der kleinen Zwischenverpflegung ist die Fahrt gleich weitergegangen nach Würzbrunnen, Röthenbach, Schallenberg, Schangnau, Wicke,
Schöpfheim, nach Entlebuch, wo man im Hotel Östra am Port das Nachtessen eingenommen hat. Das war ja auch der Höhepunkt vom ganzen Tag für die Reiselustigen. Nach einem kurzen Besammensein ist er wieder weitergegangen, über Wollhausen, Willisau, Dammensäule nach Zofingen zurück. Was Stadt Zofingen gegenüber unseren alten Leuten gut gesinnt ist, das beweist wieder die Ausfahrt, die man mit den über 80-Jährigen gemacht hat. Der Petrus hatte es am Tag nicht gerade der Beste gehabt, aber trotzdem hat man denen die Freude nicht können nehmen. Es sind eine ansehnliche Zahl zu deren Ausfahrt erschienen und bald hat es 3 Gar gefüllt. Die Fahrt hat geführt von Zofingen über Luzern nach Beckeried, wo man die 3 Autogar aufs Schiff verladen hat. Da hat der Herr Sigrist noch Zeit gehabt, seine Brisago nachzufüllen. Nach der sanften Wellenfahrt sind alle wieder fröhlich zu Gessau an Land gegangen. Bis das Schiff abgefahren ist, hätte Hans-Peter Tschanne die Reiselustigen mit der Handorgel noch ein bisschen unterhalten.
Im Hotel Schwert, in Gressau, hat man den ersten Toast gelöscht. Ist die Fahrt heimwärts gegangen mit einem Zwischenhalt in Hildisriede. Dort hat man dann auch das Nachtessen eingenommen. Das ist ja der Höhepunkt gewesen vom ganzen Tag für die Leute. Sind die Reiselustigen freundlich empfangen worden. Und es hat kein Mensch gedacht, dass der Mann oder die Seppfrau schon über 80 Jahre alt sind. Nach dem Nachtessen hat Hans-Peter Tschanne auf dem Klavier noch ein bisschen zur Unterhaltung aufgespielt. Und gleich davon hat man auch hier wieder müssen ans Heimgehen denken. Der Höhepunkt der Altersausfahrt in Zofingen bildet sicher die von der reformierten Kirchengemeinde, organisiert vom Herrn Pfarrer Weber. Am Mittwochnachmittag, der 14. September 1966, haben sich über 200 Reiselustige auf dem Tourplatz eingefunden. Der Organisator war froh, dass so viele Privatautos zur Verfügung standen sind und außer denen hat noch ein Privatunternehmen 3 Gar zur Verfügung gestellt.
ist es ein wenig ins Emmental gegangen. Die Route hat geführt von Zofingen über Strengelbach, Vordenwald, Langenthal, Döhringen, Winigen, Burgdorf, Heimiswil, auf die Lugue. Nach halb zwei Mittag hat sich die lange Autokolonne Richtung Bowald in Bewegung gesetzt. Saffalter war eine festliche Dekoration. Man trifft sie nur an einem Hochset so an. Es ist nicht mehr lang gegangen, sind auch die restlichen Autofahrer noch eingetroffen. Musik
so ein schönes Restbild, wie dort der Zweig war, könnte man jederzeit nehmen. Der Gastwirt vom Leue hat fast nicht mehr gewusst, wo er auch die vielen Autos muss hintun. Also, ein Guter!